Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Connectiv Talk. Vor einigen Wochen gab es bereits auf Connectiv ein Interview mit Stefan Becker zum Thema moderne Entpanzerung. Stefan Becker hat bis jetzt über 10.000 Menschen behandelt und 145 Therapeuten ausgebildet. Er hat ein eigenes System entwickelt, das ist das Sonar Body Transformationssystem. Und heute wollen wir etwas tiefer in das Ganze einsteigen. Und damit herzlich willkommen zum Connectiv Talk. Stefan, herzlich willkommen und danke, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast. Schön, dich in der Sendung wieder zu haben. Ja, hallo Anna. Schön, wieder hier zu sein. Stefan, wir haben für heute einen Titel festgelegt, Aufbruch zur verbotenen Wirklichkeit. Das klingt sehr abenteuerlich. Kannst du uns erklären, was mit diesem Titel gemeint ist und in welche verbotene Wirklichkeit gelangen wir denn heute? Ja, wir haben ja letztes Mal sehr viel, das war ja ein Speed-Interview, was das anging, von Informationen zu vermitteln, warum wir Entpanzerung brauchen, was eigentlich Entpanzerung ist und wie wir im Endeffekt dann damit arbeiten können. Da haben wir schon viel drüber gesprochen. Und heute dieser Titel Aufbruch in die verbotene Wirklichkeit soll nochmal deutlich machen, die Reise, die wir eigentlich anzutreten haben. Ich würde sogar sagen, insgesamt als Menschheit, so, dass wir als Menschheit diese Reise schon angetreten haben ein Stück weit. Aber dass wir noch lange nicht in der verbotenen Wirklichkeit angekommen sind und dass wir dazu bestimmte Schritte brauchen. Und das, also das sind meine Forschungen, das sind unsere Forschungen. Jeder kann seine eigene Wahrheit haben. Nur, dass jeder mal von dieser Wahrheit gehört hat. Weil wir forschen da jetzt insgesamt, sage ich mal, mit mehreren Menschen insgesamt über ein Jahrzehnt und kriegen immer mehr deutlich, dass es kommunizierbar ist, worum es eigentlich geht, also von dieser Wirklichkeit, die wir, sag ich jetzt mal, so wahrnehmen, was unsere 3D-Wirklichkeit gerade ist, und diese verbotene Wirklichkeit, wo wir eigentlich ankommen, wo wir viel tiefer in unserem bewussten Schöpferpotenzial, in unserer Menschlichkeit ankommen und im Einklang mit der Erde und den universellen Gesetzen leben können. So würde ich mal sagen, ganz kurz. Okay, magst du uns erklären, was du unter verbotener Wirklichkeit verstehst? Ja, also ich probiere das mal relativ kurz zu machen, damit das so in Häppchen verdaubar ist. Die verbotene Wirklichkeit ist eigentlich die Wirklichkeit, die wir haben, wenn wir mit der Erdintelligenz mehr in Verbindung sind als mit unseren mentalen Vorstellungen, Konzepten, Annahmen über die Wirklichkeit, wie die Wirklichkeit zu sein hat. Und auch mit unseren, also mehr in der Verbindung sind, als mit unseren Prägungsmustern. Weil wir haben ja schon letztes Mal darüber gesprochen, wir haben bestimmte Prägungsmuster schon über Generationen jetzt hinweg, die uns immer wieder körperfremd werden lassen oder lassen haben. Und dass wir durch diese Körperfremdheit eben von der Energie her immer mehr in den Kopf wandern und immer mehr vom Kopf aus, vom mentalen, von der mentalen analogen Wirklichkeit, die durchaus jetzt mit dieser Cyborg-Wirklichkeit, die jetzt immer mehr reinkommt durch die virtuelle Computerwelt, dass wir die da wiedergespiegelt bekommen. Also das heißt, diese Wirklichkeit, die wir in diesen virtuellen Welten haben und die ganz klar nach Analogie, nach technischem Verständnis geht, das spiegelt uns eigentlich die Perfektion, in Perfektion unsere mentale Wirklichkeit wider. Und unsere Prägungsmuster sind automatisch auf diese virtuelle Wirklichkeit sozusagen eingestellt, dass wir davon ganz viel haben, dass wir diese Strategien entwickelt haben, auch schon als Kind, wie bekommen wir Liebe und Aufmerksamkeit besonders? Und wir haben Strategien entwickelt, diese in unserer Wirklichkeit, das ist dann zu unserer Wirklichkeit geworden, weil wir halt über das Organische weniger Liebe bekommen haben oder da haben wir gehungert, weil das eben vom Körper gar nicht vermittelt worden ist, von unseren Eltern, von unserem Familiensystem, von unserer Gesellschaft, sondern wir haben hier oben den Input gekriegt. Wir wissen, hier oben, wir müssen funktionieren, wir müssen stark sein, wir dürfen dieses machen, das dürfen wir nicht machen.
Und das ist diese technologische Wirklichkeit, in die wir, was wir Matrix nennen können, ne? Nur viele Menschen wissen gar nicht so genau, also oder es ist auch nicht so viel kommuniziert, was ist denn die Matrix genau und wie verhält sich das? Und wenn wir jetzt, das ist sozusagen die anerkannte Wirklichkeit, wo wir gleich nochmal mehr darüber sprechen können, was dazugehört. Und diese verbotene Wirklichkeit ist, dass wir über unseren Körper, über unsere Körperintelligenz wieder viel mehr Kontakt aufnehmen können mit der Erdintelligenz. Und dadurch automatisch wieder mehr in Verbindung mit der Erde kommen und auch mit dem kosmischen, mit den kosmischen Prinzipien, die sozusagen von der Fülle her, vom Lichten her gewohnt sind, als mit dieser leicht manipulierbaren analogen Wirklichkeit. Weil da kann man viel durch Informationen, durch Gefühlszustände, die man nicht haben möchte, kann man da ganz viel manipulieren, um nicht da unten anzukommen, in der verbotenen Wirklichkeit sozusagen. Das ist so die Reise. Du meinst im Endeffekt, dass, ich fasse es einfach mal grob zusammen, dass der Transhumanismus, der sich zum Beispiel in den ganzen Projekten von Elon Musk widerspiegelt, wie Neuralink, dass wir Computer, kleine Chips ins Gehirn eingesetzt bekommen, Musik über unser Gehirn abspielen können und so weiter, dass dieser Transhumanismus, der uns sehr schmackhaft gemacht wird und der wirtschaftlich auch sehr stark gepusht wird, ein Zeugnis von der Trennung ist, die wir im Endeffekt zum Sein, ob das unser Körper ist oder dieser Planet ist, das ist im Endeffekt wie so ein Spiegelbild dessen ist, ja? Eine Widerspiegelung, ja. Ja. Mhm. Wir haben dadurch, dass wir diesen Spiegel haben, es ist nicht gut und nicht schlecht so. Es ist nur die Frage, was machen wir als Mensch damit und was machen wir mit den menschlichen Werten damit? Und da die menschlichen Werte jetzt schon über Generationen weit weg erzogen worden sind, in einer Selbstverständlichkeit, die ist beispiellos, die ist wirklich sehr genial, haben wir jetzt irgendwo die Aufgabe zu gucken, wie kommen wir wieder in diese, mit dieser Intelligenz, mit diesen Werten wieder in Verbindung? Und das ist eben dann die Reise, weil diese Wirklichkeit, die da unter wartet, ich sage bildlich gesehen, haben wir ja letztes Mal auch schon besprochen, dieses Prinzip oder diese Philosophie der Entpanzerung, also wo wir einen Panzer haben, der uns selbstverständlich, wenn wir über dem Panzer sind, in dieser Matrix hält, egal wie viel wir uns anstrengen. Und wenn wir unter den Panzer gelangen wollen, müssen wir mit der Körperintelligenz arbeiten, eben die ganz andere Werte hat, ganz andere Gefühlszusammenhänge, Verschaltungen hat, als sie über dem Panzer bestehen. Und gleichzeitig werden wir Menschen bleiben sozusagen. Von außen passiert da jetzt nicht, dass wir auf einmal zum Engelwesen aufsteigen oder was weiß ich, sechs Arme kriegen, sondern es ist mehr so, dass wir von den gesamten Gesichtsmimiken, vom gesamten Dasein, von der gesamten Frequenz her insgesamt in eine andere Schwingung kommen. Und das ist auch so das, was im Lichtbereich, im Lichtarbeitbereich der Aufstieg genannt wird. Also dass wir immer mehr in unserem Potenzial ankommen und das verkörpern können und das über Schwingungen, über Frequenzen wieder in die Welt senden können. Also ich möchte als nächstes oder gleich zu diesen Schritten, zu den konkreten Schritten kommen, wie man zu dieser verbotenen Wirklichkeit kommt. Du hast jetzt aber schon mehrmals Matrix angesprochen. Mit Matrix, nur damit es verständlich ist, mit Matrix meinst du im Endeffekt diese teilweise auch transhumanistische Welt, dieses Abgetrenntsein, eine Welt, in der wir uns im Endeffekt mit unserer Verpanzerung sozusagen bewegen, wo wir von uns selbst getrennt sind. Ja, eine Welt, die auch manipulativ ist und die uns im Endeffekt in so einer Realität aufrecht erhält oder zusammenhält, sodass wir gar nicht einen Kontakt nach innen finden können. Was meinst du damit? Oder ist damit noch etwas mehr gemeint? Sowohl als auch. Also das eine ist, dass ich sagen würde, das ist, also Keanu Reeves, ne, der Hauptdarsteller, der Neo in der Matrix, der hat ja selber danach, nach dem Film der Matrix gesagt, diese Filme sind nicht irreal, das ist eine Dokumentation unserer Wirklichkeit, also dem, was wir erleben. Jetzt ist es nicht so, dass wir sagen, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass wir sagen, wir wachen irgendwann wirklich auf und sind irgendwo in Schläuchen in irgendeinem Ding angeschlossen,
Aber das Gefühl, also diese Realitäten vom gefühlten Sinn her, die sind tatsächlich so. Also ich erlebe das immer wieder, und das habe ich auch immer wieder auf meinem eigenen Entpanzerungsprozess erlebt, dass wir vorher ganz selbstverständlich das Gefühl haben, es gibt keine andere Realität oder keine andere Ansicht bestimmter Dinge. Und es gibt auch keine anderen Gefühlszustände, die wir auslösen können in uns, als das, was passiert. Und dann auf einmal in einem Schritt merken, boah, das war alles eine Strategie, das war alles ein Vorankommen, das war alles eine Sicht der Dinge. Und es gibt eigentlich viel, viel mehr Sicht oder viel mehr Schichten dahinter, aus denen ich ganz anders sein kann, aus denen ich ganz anders reagieren kann, aus denen ich ganz anders schöpfen kann. Also es geht ja wirklich auch um das Schöpferbewusstsein, weil der Film Matrix spiegelt es ja auch wieder, dass wir in etwas leben, wo wir denken, dass wir schöpfen oder dass wir Realität gestalten, aber eigentlich dahinter noch eine viel, viel tiefere Ebene ist, wo wir viel, viel tiefer aufwachen, erkennen, fühlen, gestalten können. Ja, vielleicht kann man das dem Zuschauer etwas näher bringen auf die Weise. Ich habe vor einigen Monaten auf meinem eigenen Kanal ein Video zum Thema Aufwachen eingestellt. Und da bin ich auch auf das Thema Matrix eingegangen, weil ich finde, dass gerade dieser Aufwachprozess, dieses im Körper Aufwachen, was mit Neo geschieht, als er in diesem Becken ist, darauf lenken die wenigsten Menschen die Aufmerksamkeit. Aber tatsächlich ist es so, dass er dann als erstes erstmal mit seiner körperlichen Anbindung an die Matrix konfrontiert ist, ja, und sich erstmal einen Schlauch aus dem Mund rauszieht. Und das finde ich so bemerkenswert, darauf achtet kaum jemand. Danach lösen sich alle anderen Schläuche und er bewegt sich auch durch diese Membran, die es da in diesem Gefäß gibt. Das ist wie so ein Geburtsprozess, er reißt das ja alles auseinander. Und da bin ich eben auch auf das Thema Matrix eingegangen und weißt du, so in meinem eigenen Prozess habe ich das so erlebt, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich wie in einer dreidimensionalen oder multidimensionalen Matrix stecke, die mich komplett durchflechtet von allen möglichen Seiten. Das sind, da ist die Kultur spielt eine Rolle, die Sozialisation, die Gegend, die Zeit, in der ich lebe. Und all das sind wie Frequenzen oder wie Programme, die durch mich laufen. Und im Rahmen dieser Programme erlebe und empfinde ich Dinge. Oder ich nehme im Rahmen dieser Programme wahr, würde ich jetzt in Sibirien leben, unter irgendwelchen Urvölkern, wäre das, was ich wahrnehme, vielleicht etwas völlig anderes. Aber das ist meine Programmierung, wie ich Dinge wahrnehme. Und schon alleine in einer anderen Kultur oder in einem anderen Kulturkreis, wo bestimmte vielleicht Verhaltensweisen einen anderen Hintergrund haben, wäre das schon nicht mehr normal, ja? Und so kann man sich das jeder leicht vorstellen. Bestimmte Dinge, die für uns vielleicht völlig selbstverständlich sind, gelten in anderen Kulturkreisen als Beleidigung. Das ist einfach eine andere Programmierung. Und diese Menschen empfinden Scham, wenn auf eine bestimmte Weise reagiert wird. Beispiel Südamerika. Die Menschen stehen sich viel näher und der Kontakt beim Unterhalten, das sind Menschen viel näher aneinander dran. Jemanden, der in Deutschland aufgewachsen ist, wäre das viel zu nah. So jemand würde viel mehr auf den Abstand sozusagen achten, ja. Und das würde ein unangenehmes Gefühl erzeugen, wenn mir jemand so nah an mich rankäme. Und das ist im Endeffekt, kann man sich diese Matrix, diese Programmierung auf einer recht oberflächlichen Ebene auf diese Weise vorstellen. Und das Ganze geht natürlich immer tiefer, ja, in das ganze Wahrnehmungsvermögen und in die ganzen Gefühle hinein. Das ist das, was du meinst, oder? Ja. Yeah. Und also was mir dazu kommt, ist, was du gesagt hast mit dem Schlauch rausziehen. Also es gibt so viele Analogien, die wir in dem Film gerade in der Matrix finden und auch in anderen Filmen, worum es eigentlich geht, wo wir immer mehr sehen können, warum wir, also ich würde jetzt mal diese technische Welt als symptomhafte Welt beschreiben. Das heißt also, wir sind irgendwo in unserer Schöpferkraft eingeschlafen. Und es ist vollkommen meine Wahrheit, dass die meisten Menschen tatsächlich im absoluten Koma mit ihrem Kreationskörper liegen. Heißt also, das ist unvorstellbar, bis wir es begreifen,
über die Körperintelligenz begreifen können, spüren können, wie sich dieser Kreationskörper anfühlt. Also die Körperintelligenz hat die Kraft oder die Verbindung herzustellen zu unserem Kreationskörper. Und unser Kreationskörper können wir uns erstmal vielleicht so vorstellen wie der menschliche physische Körper, aber es ist ein Energiekörper. Und dieser Energiekörper wird halt Neo in dem Moment sozusagen klar, also als er Kontakt mit seinem physischen Körper kriegt. Und das Erste, was er macht, was du ja jetzt auch beschrieben hast, ist, er zieht sich diesen Schlauch aus der Kehle raus. Und meine Erfahrung ist, dass wir mit allen Menschen, mit denen wir arbeiten, und deswegen haben wir das im Sonar-Body-Transform-System auch so gemacht, dass es ganz in erster Linie darum geht, die Kehle, also das Kehlchakra zu befreien. Weil das ist, und das will ich jetzt einmal so darstellen, vielleicht ist das auch einigen Menschen schon klar, aber den meisten noch nicht, dass wir haben diese Matrix geschluckt. Und das ist so genial, dass Neo das so deutlich macht in dem Film. Wir haben es geschluckt. Das heißt, wir schlucken es die ganze Zeit. Also wir schlucken es runter. Und man kennt ja diesen Ausdruck, unsere Gefühle werden runtergeschluckt. Und in dem Moment sozusagen verneinen wir unsere gefühlte Wahrheit, die eigentlich durch uns durch in die Welt will. Das heißt, wir haben eine Gegenreaktion, wenn wir diese Matrix schlucken. Wir haben sie aber so gelernt zu schlucken, wie die Muttermilch, also wie schon von der Muttermilch aus das zu schlucken, dass wir gar nicht wissen, dass es eigentlich ein Stück weit ums Auskotzen geht. Und wenn du jetzt mal das Kollektiv insgesamt siehst, Menschheit, dann gibt es sogar ein kollektives Symptom dafür, was wirklich das auf den Punkt bringt, das ist die Bulimie. Also Bulimiker fressen so viel in sich hinein, dass sie schon gleich wissen, dass sie es danach wieder auskotzen werden. Und sie stecken sich danach den Finger in den Hals, damit das wieder rauskommt. Und viele Ärzte rätseln darum, warum das, also man rätselt vielleicht gar nicht mehr darum, sondern sagt einfach, das ist das Symptom, ne? Also man denkt gar nicht mehr tiefer darüber nach, was das eigentlich bedeutet auf der Ebene der Körperintelligenz. Aber es ist ein super Beispiel, weil wenn ich einen Bulimiker sehe, dann macht er sich bewusst, dass er schluckt. Also er macht es richtig deutlich. Er macht seinem Körper, seinem ganzen Bewusstsein, macht das richtig deutlich, dass er etwas reinfrisst, was er eigentlich gar nicht will. Und er macht dann bewusst die Geste, dass er es alles wieder rauskotzt. Und dieses Rauskotzen, das gibt es tatsächlich in essentieller Form im Körperspürbewusstsein. Das haben wir auch in unserem Transformsystem. Das nennt man Emotionen reinigen. Das heißt sozusagen, du lernst über die Kehle, über das Kehlchakra, durch bestimmte Atemübungen, sag ich jetzt mal, oder Bewusstseinszustände, das wieder rauszulassen, was du eigentlich die ganze Zeit geschluckt hast. Und wenn du dieses Energetische wieder aufspüren lernst, du lernst es richtig spüren, das sind Spannungen, die um deine Speiseröhre, um den Magen drumherum sind. Wenn du lernst, das wieder rauszukotzen, also rauszulassen, dann entspannt sich dein Körper wieder. Das heißt, dieser Panzer löst sich dadurch, dass wir die Frequenzen überprüfen, die wir haben und mit unserem Kreationskörper über die Körperintelligenz abgleichen. Das finde ich, finde die Schöpfung so genial, dass wir das so bildlich sehen können, wenn wir hingucken, wenn wir auf der Ebene Augen kriegen. Ja, das finde ich auch in dem Film großartig dargestellt. Und das ist eben etwas, worauf die wenigsten achten. Ja? Sie analysieren diesen Film sehr stark auf einer geistigen Ebene und sehen diesen wesentlichen Prozess nicht. Auch Neo wird auch in dem Moment, wo er aus diesem, er zieht sich ja zuerst einen Schlauch raus, danach lösen sich alle Schläuche von seinen Armen, von seinen Rücken. Danach kommt die Sonde. Und nachdem er durch die Membran durch ist und schraubt ihn hinten am Kopf ab und dann wird er sozusagen durch diesen Kanal alleine in das Abwasser abgespült oder runtergespült. Und das zeigt auch meiner Meinung nach so deutlich, dass wir diesen eigentlichen Geburtsprozess tatsächlich alleine durchgehen. Ja? Das ist etwas, was... da kann uns keiner begleiten. Trinity und Morpheus sind zwar da, nachdem er unten im Abwasser angekommen ist, aber diesen eigentlichen Prozess des Aufwachens sozusagen und diesen, durch diesen Geburtskanal einmal durchzugehen in diesem totalen Schock und er weiß ja überhaupt gar nicht, was ihn erwartet, da ist er sozusagen alleine und auf sich selbst gestellt, ja. Danach wird sein Körper über Tage aufgebaut mit Akupunktur
Da stellt ja auch die Frage, warum tun meine Augen so weh? Und dann sagt Morpheus, weil du jetzt das erste Mal richtig sehen kannst. Und, oder weil du sie jetzt sozusagen das erste Mal richtig benutzt. Und sein ganzer Körper, seine Muskulatur, all das wird dann erst aufgebaut, damit er überhaupt in der Lage ist, seinen Geist in diesem Gefäß zu tragen und all das zu verarbeiten, was dann später erst kommt, ja? So, Stefan, wir hatten jetzt ein kleines technisches Problem, mussten das Interview unterbrechen. Das ist aber nicht das erste heute. Also du hattest heute auch schon Probleme, dich anzumelden und in das Zoom-Meeting reinzukommen. Das ist im Endeffekt wie so ein Sinnbild für all das, was wir bis jetzt auch schon ein bisschen besprochen haben, oder? Also ich merke, heute sind hier technische Themen, Thematiken, Probleme aufgetreten, die ich sonst noch nie hatte und die eigentlich auch unmöglich sind, technisch gesehen. Aber sie sind halt da. Und ich habe das öfter mal, wenn ich arbeite ja viel online mit Klienten, dass wenn die Schwingung sich erhöht, also wenn es wirklich an den Kern von Wahrheit geht, sage ich jetzt mal, dass das passieren kann. Und deswegen habe ich auch schon gedacht, ah, ist ja interessant. Mal gucken, was heute passiert so. Ja, so können wir weitermachen, würde ich sagen. Ja. Und es ist halt, also mir wird immer deutlicher, dass es sozusagen eine Welt gibt, die wir sonst als vorbeschrieben sehen, also diese Matrix, wo wir halt so selbstverständlich drin sind. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir eigentlich erstmal das wieder rausziehen dürfen, was in uns da drin ist, was wir aber gar nicht wahrnehmen. Um dann Schritt für Schritt eben immer mehr da anzukommen, wieder zu spüren überhaupt, was ist denn drumherum in unserem Körper? Also ich finde dieses Bild so super, weil es ist ja wie so eine Datenleitung, die uns reingesteckt worden ist und über die wir alles verdauen. Das ist sozusagen unser kleiner Verdauungskanal, den wir in der technischen, analogen Welt, mentalen Welt haben und denken halt, das ist alles, was wir verdauen können. Und wir haben ja letztes Interview auch schon drüber gesprochen, eigentlich haben wir einen viel breiteren Kanal. Also das Technische wird nicht weggehen. Und ich finde das Technische auch super, ne? Dass wir uns jetzt gerade über 1000 Kilometer unterhalten können. Wunderbar. Aber wir sind viel mehr. Und dieses viel mehr Sein, das können wir nur über die Körperintelligenz wieder wirklich in Verbindung mit der Erde wahrnehmen. Also, dass wir im Körper ankommen. Und das ist, da kann man so viel drüber reden, aber es ist halt was ganz anderes, es zu erfahren. Nur ist vielleicht gut, einfach bestimmte Trigger zu setzen. Um zu sagen, wie die Reise ein Stück weit verläuft, wenn wir jetzt in diesem gepanzerten Bewusstsein sind, um da anzukommen, was wir jetzt gerade die verbotene Wirklichkeit nennen. Ne? Und da wären wir auch bei den Schritten, die wir auch schon im Titel genannt haben. Magst du auf die Schritte eingehen, die notwendig oder nötig sind, um eben zu dieser verbotenen Wirklichkeit oder an diese verbotene Wirklichkeit zu gelangen? Also es sind generell, sagen wir mal grob gesehen, 5 Schritte, weil der erste Schritt ist erstmal deutlich zu werden, also dass ich bereit bin zu erkennen, dass es eventuell eine andere Wirklichkeit geben könnte. Das ist organisch gesehen der erste Schritt. Und da befinden sich viele Menschen auf einer mentalen Ebene, befinden sich auch da gerade. Also wir sehen, in den Medien werden Sachen geschrieben, in den großen Medien, in Anführungsstrichen, werden Sachen geschrieben, die irgendwie immer weniger mit dem zusammenpassen, was es für andere Informationen darüber gibt. Das ist der erste Schritt, irgendwie zu sehen, okay, da unterscheidet sich was. Und viele Menschen bleiben in diesem ersten Schritt hängen. Die sagen mental, ich habe es geblickt, ja, jetzt weiß ich, wer die Bösen sind. Und die müssen fertig gemacht werden. Wenn die weg sind von der Erde, dann ist alles gut. Das ist auf einer Ebene auch eine Realität. Das heißt, wenn wir müssen wirklich gucken, wie gehen wir mit Kinderschändern um, mit Menschenhandel, mit Gewalt, mit dunklen, rein destruktiven Anteilen so. Nur, was ich wichtig finde, auf dem Weg zu sagen ist, wir haben alle das Potenzial eines dunklen Anteils in uns. Und wir haben auch letztes Mal schon drüber gesprochen, wir sind körperfremd erzogen, dass wir diesen Anteil überstrahlen, also einfach mit Liebe überstrahlen, oder wir fangen an, ihn zu verachten und zu sagen, das ist das Böse, das muss weg, in mir und in allem anderen. Wir fangen an, es zu bekämpfen und sagen irgendwie, Kampf dem Bösen,
und das wird in dieser Hollywood-Szenerie so deutlich dargestellt, die ganzen Actionfilme, es geht immer gut gegen böse. Und da sind wir auch bei der Matrix, bei dem Film Matrix, der genau in das Gleiche abrutscht. Das heißt, nachher ist es ein reines Gemetzel zwischen der technischen, computerorganisierten Intelligenz und dem Freiheitskämpfer Neo mit allem, was er geopfert hat. Und er steht dem gegenüber und er bekämpft es einfach nur noch. Und da dachte ich auch, oh, wie genial eingefädelt von Hollywood und den Inszenierungen, weil die Anfangswahrheit von dem Film ist genial. Es ist eine geniale, es ist die Wahrheit in Person sozusagen, wenn man es auf diese Körperintelligenz-Erwachungsebene nimmt. Und es gipfelt aber immer mehr wieder in dem alten Schema, wir bekämpfen das Böse und dann ist alles gut. Und genau da ist es wichtig, die Reise weiterzumachen. Das heißt, nach diesem ersten Schritt, dass ich erkennen kann, dass da etwas schiefläuft, ist wichtig, mir neue Informationen jenseits vom Mental zu holen. Und wie mache ich das am besten? Ich fange an zu atmen. Ich fange wirklich an zu atmen, setze mich hin und fange wirklich an, mir Zeit zu nehmen für meine Atmung und für die Frequenz, die ich in mir habe. Im Gegensatz jetzt zum letzten Interview, wenn jemand das letzte Interview sieht, dann weiß er jetzt, was bildlich gemeint ist damit. Ich bin jetzt in einer ganz anderen Frequenz als in dem ersten Interview, wo ich sehr viel Informationen vermittelt habe. Und jetzt bin ich mehr mit dem atmenden Bewusstsein verbunden, wo es wirklich darum geht, zu begreifen, was das für eine Frequenz ist. Und diese Frequenz können wir alle wieder erlangen. Das ist nicht den Gurus vorbehalten oder irgendwelchen einzelnen erleuchteten Menschen auf der Welt, sondern das ist unsere Verbindung mit unserem Wesenskern. Und dieser Wesenskern sozusagen bekommt neue Informationen, wenn wir erlauben, dass wir uns wieder mit der lichten Quelle verbinden über die Atmung. Und das atmende Bewusstsein ist eben der Schlüssel erstmal, die Brücke sozusagen vom ersten Schritt zum zweiten Schritt. Weil der zweite Schritt ist erstmal zu gucken, was macht das mit mir? Also was macht dieses Gefühl, es könnten zwei Wahrheiten da sein. Die eine Wahrheit kenne ich, die ist schon ganz klar. Und jetzt gucke ich aber, was macht das mit mir, dass diese Wahrheit da ist? Also ich will die nicht bekämpfen, sondern ich will nur gucken, was könnte da drunter sein? Und damit fangen wir an, uns aus der technischen Wirklichkeit zu lösen, in die emotional-energetische, in die organische Wirklichkeit zu kommen. Nämlich, es macht was mit mir. Und dieser Trigger sozusagen, der löst etwas aus. Und das ist sozusagen dann die Gefühlsebene. Und die Gefühlsebene haben wir gelernt, dass wir bestimmte Gefühle in einer bestimmten Ablauf, den haben wir. Das kennen wir. Also wenn wir traurig sind, dann weinen wir und dann ist wieder irgendwie gut, dann schieben wir das wieder weg. Wir sind aber meistens gar nicht gewohnt, Gefühle wirklich in unserer konstruktiven Frequenz zu erleben. Das heißt, wir haben oft eine Gefühlsfrequenz, ob wir traurig sind, ob wir Angst haben, ob wir Wut haben, die gar nicht wirklich unserem Wesen ernährend ist oder nah ist, sondern wir haben eine Frequenz, die uns selber ein Stück weit Energie raubt. Also die entlädt uns zwar ein Stück weit, aber sie raubt uns Energie. Wir sind danach irgendwie so, oh ja, jetzt muss ich wieder ins Leben rein. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Gefühlsfrequenz noch nicht wirklich unserem Wesen entspricht. Weil wenn wir eine Gefühlsfrequenz haben, die unserem Wesenskern entspricht, dann entlädt es um sich herum und der Wesenskern dann hinter darf nachgenährt werden. Das heißt also, er darf dann weiter werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist genau das, was dann der nächste Schritt ist. Das heißt also, ich gucke dann erstmal, was für eine Gefühlsfrequenz wird mir vorgegaukelt von der Matrix. Und das ist zum Beispiel eine Angst vor Ablehnung. Das ist ein ganz dicker Hund. Im Film Thrive ist das super beschrieben. Also wer diesen Film den mal guckt, auch im Sinne der Matrix, da ist nicht alles irgendwie Realität, wo ich sagen würde, das ist ganz toll, das müssen wir so machen. Aber es sind ganz viele Botschaften drin, die uns auch wieder zurück zur Körperintelligenz bringen. Und diese Angst zum Beispiel vor Ablehnung, dass ich das erstmal als Programm habe, das ist sozusagen der nächste Schritt zu gucken, ah, das ist mein Ding hinter der Matrix. Weil ich versuche dann erstmal alles zu tun, damit ich diese Gefühlsfrequenz nicht fühlen darf. So, das versuche ich zu vermeiden, weil das gehört nicht mehr zur Matrix. Das ist schon die Brücke in das andere sozusagen. Ein unwohles Gefühl. Und jetzt nehme ich dieses unwohle Gefühl und sage ja dazu. Ich sage ja, dass es da ist.
und ich erlaube es, dass meiner Körperintelligenz, wie ist das Echo in meinem Körper, dieser Realität. Und damit fange ich jetzt an, nicht mehr gegen die Matrix zu kämpfen, sondern ich fange an, sie in mir abzubilden. Und damit gehe ich sozusagen, damit steige ich schon ein Stück weit aus der Matrix aus, weil ich sage, ich bin bereit, das nicht mehr zu schlucken, sondern ich bin bereit, das neu zu beatmen. Weil alles, was wir verdrängt haben, das haben wir aufgehört zu beatmen. Und jetzt fangen wir an, das wieder zu beatmen. Jetzt fangen wir diese Realität, die wir ja so wahrnehmen, dass sie hinter der Matrix ist, deswegen wollen wir in der Matrix drinbleiben, weil diese Realität ist schrecklich und widerlich. Das ist die verbotene Realität, aber eigentlich nur der nächste Schritt. Dass wir erstmal merken, okay, da sitzt ein ganz unwohles Gefühl und jetzt bin ich bereit, das wieder zu beatmen. Und dann kommt der nächste Schritt, um das einzuskalieren. Es ist wichtig, sozusagen zu gucken, was hat das für eine Ladung in mir? Weil das ist oft eine große Bedrohung. Deswegen versuche ich existenziell, da wieder rauszugehen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es gut da drin zu bleiben. Das führt zu nichts. Und das ist ein Zeichen für die destruktive Gefühlsfrequenz, die wir in der Matrix noch haben. Wenn ich jetzt anfange, das zu beatmen und klar gemacht zu haben, okay, die Ladung liegt bei 8 von 10, sage ich jetzt mal. Skala 1 bis 10 ist immer gut. Dann hat mein Mental zu tun und sagen, okay, Ladung 8, alles klar. Ich bin also an diese technische Wirklichkeit noch angeschlossen, fange jetzt aber an, meinem Unterbewusstsein, meiner Körperintelligenz zu signalisieren, es darf darüber hinausgehen. Und ich fange an, mit dem atmenden Bewusstsein mich jetzt über diesen Gefühlszustand bewusstseinsmäßig auszudehnen. Und gehe wirklich in den Atemlösungsprozess. Und das Abgefahrene ist, meiner Erfahrung nach, wenn wir die richtigen Trigger setzen, dann haben wir Prozesse von ungefähr 2 Minuten, 1 bis 2 Minuten, in kleinen Wellen sozusagen, kosmischen Wellen, wo wir ein Stück Ladung und ein Stück Matrix durcharbeiten. Das ist wirklich wie ein Durcharbeiten im Körper. Und wir merken das richtig. Es gibt so Kribbeln, es gibt teilweise diese schwierigen Sachen, fangen an, sich zu bewegen, wenn wir weiter da reinatmen. Und das nehmen wir eben mit der Sonaratmung, also das heißt, sich ausdehnend da rein zu begeben. Es ist wichtig, dass man das über die Körperintelligenz erfährt, aber sei hier nur mal nebenbei gesagt. Und dann fängt an, das, was wir verschaltet haben, also unsere Matrix, diese Matrix spiegelt sich in unseren Verschaltungen im Gehirn wieder, 1:1. Das heißt, unsere Synapsenverknüpfungen sind die Matrix. Also die sind eine Abbildung der Matrix. Und wir fangen jetzt durch diesen organischen Lösungsprozess, fangen wir an, tatsächlich die Matrix zu lösen in uns. Und das ist so schön, weil wir da an diese spirituelle Wahrheit kommen. Sei selbst die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Ja, genau. Nur die meisten Menschen wissen gar nicht, wie es wirklich geht, die konkreten Schritte. Und wenn wir jetzt diesen Schritt gemacht haben und da jetzt zum Beispiel in einem Bewusstseinszustand sind, wo wir uns besonders auf die Körperintelligenz spezialisieren, da gibt es verschiedene Parameter, wie wir das einleiten können, einen geschützten Raum, wo wir mehr in der Körperintelligenz verbunden sind als übers Mental, dann fängt an, die Matrix in uns sich ein Stück weit zu lösen. Und das ist genau der Weg, von dem wir auch letztes Mal gesprochen haben, ne? Da sind wir uns einig, das ist der zelluläre Weg, um aus der Matrix rauszukommen. Und wir kommen halt nicht anders raus, da kann ich immer wieder sagen und immer wieder auch zu mir selber sagen, wir kommen nur raus, wenn wir uns dadurch fühlen. Und ich will das nur noch mal kurz machen, weil jetzt kommen viele Leute und sagen, ja, aber wenn ich da reinfühle, das überflutet mich, dann ist es nicht richtig. Also dann ist es die destruktive Gefühlsfrequenz. Und es ist so wichtig, weil wir die Gefühlsebene ist Tank, also das ist pures Benzin für unsere Schöpferkraft. Und das weiß die dunkle destruktive Energie, also im Film in der Computerenergie dargestellt, das weiß sie. Das heißt, sie weiß genau, wenn wir an unsere reellen Gefühlsfrequenzen wieder rankommen, die uns organisch nützlich sind, dann fängt an, die Matrix sich aufzulösen. Das wird im Film Matrix leider nicht so deutlich dargestellt, weil das ist der Kern. Es geht im Endeffekt darum, dass wir in die Gefühlsfrequenzen wieder kommen, also da wieder ankommen können, wo wir jetzt die Gefühlsladung dahinter als sinnvoll, als konstruktiv erleben. Und dafür müssen wir uns aber ein Stück weit mit dem äußersten Ende der Matrix beschäftigen, wo sich das scheiße anfühlt.
das zu fühlen. Und in dem Moment habe ich diese Aktivierung, das heißt diesen konditionierten Reflex, in dem wir im letzten Interview gesprochen haben. Da sitzt sozusagen der Panzer, der sagt, nein, ich kann da nicht raus, das geht nicht, ich weiß nicht, was danach kommt, ich habe es noch nie erlebt, ich weiß nicht, ich werde sterben. Das ist dieses Gefühl und das ist reell. Das heißt, wir haben im Gehirn wirklich Verknüpfungen, die sagen, wenn du mich löst, dann stirbst du. Und in dem Moment, wo wir aber jetzt anfangen, durch diesen Prozess durchzufühlen, und das ist am Anfang sehnig und nicht schön, dann kann es sich lösen. Dann kann es sich wirklich lösen. Und dann kann es wirklich in den Zellen, über die Zellen, abfließen. Und dann kommen wir zu einem Riesenphänomen, was die Erdintelligenz angeht. Weil wir haben die Schwerkraft. Wir haben die Schwerkraft, die tatsächlich unser verbrauchte Energie anzieht. Also diese Kraft geht dann aus unserem Körper raus. Das ist so das, was in dem Film Matrix mit den Schläuchen gemeint ist. Ne? Wenn du selber deine Wahrheit, deine gefühlte Wahrheit wieder wichtiger nimmst, als das, was dir impliziert worden ist, in dem Moment lösen sich die anderen Schläuche, beziehungsweise sie werden erst bewusst, dieser Prozess ist schon ein bisschen länger als im Film dargestellt, dass man merkt, welche Verstrickungen da sind. Aber in dem Moment fängt es an, sozusagen immer bewusster zu werden. Und in dem Moment, ich glaube, er reißt sich dann auch selber die Schläuche ab. Also in dem Moment ist deutlich, ich sehe, in was ich verstrickt bin. Und ich kann es fühlen. Und vorher kann ich es nicht fühlen. Ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht wahrnehmen. Und deswegen brauchen wir so wichtig die Trigger. Also wir brauchen Trigger, um deutlich zu machen, aha, da könnte was sitzen. Und die dunklen Kräfte, die destruktiven Kräfte, tun nichts anderes, als uns zu triggern. Also sie machen genau die Aufgabe, für die sie da sind. Und das ist wichtig, das nochmal zu unterscheiden sozusagen. Man kann auf einer Ebene sagen, sie haben ihre Hausaufgaben genial gemacht. Das heißt, es gibt keinen Grund in dem Sinne dagegen anzukämpfen, außer man möchte irgendwie im Kampfmodus bleiben. Sondern es geht darum, das zu erkennen. Und wenn wir das mehr erkennen, dass wir auf der Kampfebene nichts bewirken werden, außer zu verlieren und dem Dunklen mehr Raum zu geben. In dem Moment werden wir merken, dass wir uns in uns lösen dürfen und dass wir dem immer mehr ein fühlendes Gegenüber sein dürfen, dieser destruktiven Energie. Und wenn wir das wirklich sind, dann werden wir merken, dass wir verletzlich sind. Wir sind Menschen, wir sind berührbar, wir sind fehlbar, wir sind manchmal kleine Würmer im großen Universum. Und das ist wichtig, das anzuerkennen. Das heißt, wir haben als Menschen immer wieder dieses Potenzial, dass wir uns unwert fühlen gegenüber dieser technischen Energie und wollen uns damit schützen, dass wir mehr in diese technische Energie gehen, in diese Wirklichkeit, in diese technische Wirklichkeit, weil wir nicht gelernt haben, mit diesem Schmerz, mit diesem Alleinsein, was du auch schon beschrieben hast, wirklich umzugehen. Und da kommt das Nachnähern ins Spiel. Ich will nur kurz noch mal vorher sagen, das, was wir in der Matrix erleben, sind Therapieprozesse, die uns in die destruktiven Gefühlsfrequenzen bringen und uns auch ein Stück weit Erleichterung vorgaukeln. Ich sage jetzt wirklich mal provokativ vorgaukeln, weil wir auf der anderen Ebene sehen, ich habe einen Prozess gemacht, ich bin in meine Gefühle gekommen, davon redet man ja immer, dass das Transformation ist und ich habe danach mich neu ausgerichtet sozusagen. Also ich habe entweder mein inneres Kind umarmt oder ich habe irgendwie die Situation mit Feuer anders gemacht und so weiter. Und das ist auch eine Realität. Das ist eine super Vorarbeit, die man schon in der Matrix machen kann. Aber um wirklich aus der Matrix auszusteigen, braucht es den Schritt, es mit der Körperintelligenz abzugleichen, ob dieser Schritt wirklich getan ist. Und der Körper lügt nicht. Das heißt, in dem Moment, wenn du mit dem atmenden Bewusstsein da bist, dann spürst du erst richtig, hat sich das Chakra wirklich gelöst? Ist da wirklich etwas passiert? Oder muss da noch was passieren? Und was dann der nächste Schritt ist, ist eben die organische Wirklichkeit auszudrücken. Das heißt also, dieser technischen Wirklichkeit ein Gegenüber zu sein. Und in dem Moment bin ich also dabei zu gucken, was ist meine gefühlte Wahrheit eigentlich in dem Moment gewesen? Und hinter jedem Trauma, hinter jeder konditionierten Reaktion sitzt eine gefühlte Wahrheit, die wir mit unserem Wesen erfahren haben, aber uns nicht getraut haben, diese Wahrheit der Matrix, in der Matrix zuzumuten. Weil wir so perfekt schon geschoren sind, gestutzt worden sind,
dass diese Wahrheit, dass wir wissen von Anfang an, diese Wahrheit hat hier nichts verloren. Das wird uns als Kinder eingeimpft, im wahrsten Sinne des Wortes eingeimpft. Und dieses Impfbeispiel, was wir jetzt gerade so weltweit sehen, ist so genial, auch von der Spiegelung her, weil die dunkle Seite genau zu diesem Trigger kommt. Guck mal, was dir eingeimpft worden ist. Und willst du es jetzt auch auf der äußeren Ebene noch haben, dann ist es perfekt, so ungefähr. Das heißt sozusagen, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir es so tiefer begreifen dürfen, dass wir genau richtig getriggert werden von der dunklen Energie, weil wir jetzt immer mehr merken, wenn wir nicht in unserer Schöpferenergie an der lichten Quelle angeschlossen sind, kommen wir in Verzweiflung, wir kommen in Kampfgefühle, wir kommen in Zerrissenheitsgefühle, wir kommen in Wahnsinn und so weiter. Es ist sozusagen alles, es läuft nach Plan, würde ich mal sagen. Zu all dem, was du jetzt gerade gesagt hast, sind mir 5 Milliarden Sachen eingefallen. Ich muss überlegen, was davon jetzt wirklich wesentlich ist. Das, was du erzählst, das habe ich im Endeffekt mit meinen eigenen Worten auch genauso in meinem Aufwachvideo beschrieben. Und das ist der Grund, weißt du, wieso ich weiß, dass die Methode, die du entwickelt hast, vollstimmig ist, weil das war auch vor 10 Jahren genau der Prozess, den ich durchgegangen bin, ja. Du hast damit angefangen, dass Menschen ja aufwachen. Und ich habe das so beschrieben, dass viele Menschen sind informiert heutzutage. Aber informiert zu sein, ist ein Riesenunterschied, als wenn man aufgewacht ist. Weil sich das alles eben im Kopf befindet. Ja? Ganz viele Techniken, Methoden, Kurse und so weiter drehen sich so stark um den Geist, dass es mir manchmal schon so vorkommt, als wie wenn das eine weitere Deep State Aktion wäre, damit wir uns bloß von unseren Fühlen sozusagen, dass wir da bloß auf Abstand gehen. Der Fokus ist so stark auf den Geist gelegt. Der Geist ist schon wichtig und wesentlich, wenn man in der Klarheit angekommen ist, in seinem Körper auch, ja. Aber die meisten Leute halten sich für spirituell, für aufgewacht und dabei ist der Kopf sitzt ganz oben und macht sich total wichtig, ja. Und das ist eben bei all diesen Methoden genauso. Was den meisten Menschen auch überhaupt gar nicht bewusst ist, ist, dass gerade weil wir diese ganzen dunklen Anteile in uns verdrängen und wegschieben, finden sie Ausdruck im Außen, in der realen Welt. Je mehr ich meine inneren Kinder in Kellern einsperre und missbrauche, desto mehr Missbrauch von Kindern gibt es in der Welt außen. Das ist einfach nur eine 1:1 Spiegelung, ja. Und das ist wie viele Leute wollen gegen Kinderschänder und so weiter vorgehen und kämpfen und was weiß ich, was sie da für Dinge vorhaben. Wenn ich meine inneren Kinder erlöst habe, wenn ich mein Inneres erlöst habe, muss es dieses Spiegelbild im Außen gar nicht geben. Und natürlich findet das Ganze im Außen, im Verborgenen statt, weil ich das ja auch von mir selbst verberge. Ja? Das ist 1:1 genau dasselbe. Dann hast du diese Dinge angesprochen, dass wir so vieles verdrängen im Leben. Und mir ist vor 10 Jahren, als ich eben so meinen Prozess durchgegangen bin, bewusst geworden, alles, was ich verdränge, verdrängt irgendwann in Wirklichkeit mich selbst. Es ist so, dass ich kann das eine Zeit lang machen, nur irgendwann nehme ich selbst so wenig Raum ein und das ganze Verdrängte nimmt immer mehr Raum ein und ich werde immer weiter reduziert, im Endeffekt auf einen Bioroboter. Ja? Und natürlich fühlt sich dieser Bioroboter in einer technischen, abgetrennten Welt umso sicherer und umso besser. Das ist auch schon wieder nur das Spiegelbild davon, ja. Ja, und gerade das, was du auch mit den Prozessen angesprochen hast, ich finde auch, dass sehr viele Therapeuten das auf so eine komplizierte Weise vermitteln, ja. Wir haben auch so der rote Faden, den auch die Psychologie vermittelt. Weißt du, was Trauma, Gefühle und Fühlen angeht und so weiter. Ich habe selber beim Studieren Psychologen kennengelernt, die in Kliniken gearbeitet haben. Mein Gott, die haben alles so eine wahnsinnige Angst davor zu fühlen, ja. Und bis heute kenne ich Therapeuten, die sich auch mit schwierigen Themen beschäftigen. Und diese Leute sagen alle, sie sind total fertig, wenn sie einen Klienten oder Patienten durch einen Prozess begleitet haben. Und für mich ist das in dem Moment einfach schon sofort der Hinweis, das sind überhaupt gar keine Prozesse durchgegangen worden, weil ich kann Menschen
durch die wirklich übelsten. Und ich habe schon mit Menschen gearbeitet, das waren Themen, da will keiner ran, ja. Du kannst Menschen durch so etwas begleiten und danach ist es wie rausgelöscht. Es ist einfach, es ist neutralisiert, weil du dich vollständig und vollkommen damit befasst hast, auf eine so konstruktive und wahrhaftige Weise, dass es nichts mehr gibt, was anhaften kann. Also löst sich das einfach komplett in dir und auch im Gegenüber sozusagen auf, ja. Und da gibt es keine Schwere mehr. Und so kann man vielleicht auch Therapeuten, die bei dir jetzt zum Beispiel eine Ausbildung machen wollen, auch die Angst wegnehmen oder sie vielleicht auch darauf neugierig machen. Es gibt diese Weise, mit Menschen zu arbeiten, sie bereichert alle beide. Und da ist nichts, was hängen bleibt, absolut gar nichts. Und als Therapeut geht man diese Prozesse ja gleichzeitig auch mit. Man mutet ja seinem Klienten nichts zu, was man selbst nicht bereit wäre zu fühlen. Weil man die Menschen ja begleitet, ja. Und das ist für beide Parteien, es ist einfach etwas Wunderschönes. Mhm. Okay, ich durfte jetzt mal kurz alles rauslassen. Ja, schön, schön. Es ist ja wichtig, auch im Dialog zu bleiben und nicht jetzt einfach nur die Ebene sozusagen reinzubringen, sondern wir sind ja jetzt gerade im menschlichen Kontakt. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, eben nicht nur Informationen auszutauschen, sondern das wirklich auf einem Schwingungsebene sozusagen miteinander höher zu schwingen. Ja. Ja. Und es ist so, wenn wir, also ich stimme dir total zu, dass das Schwierigste oder das Anstrengendste ist, wenn ich mit Menschen arbeite, das ist der Widerstand. Also es ist der Widerstand davor, den Prozess tiefer einzugehen. Das ist eigentlich das Anstrengendste. Gleichzeitig kann ich auch sagen, also diese Lösungsprozesse sind manchmal anstrengend. Also es ist nicht so, dass die Leute danach sagen, oh ja, jetzt gehe ich aber einfach mal luftig durch die Gegend. Sondern es ist tatsächlich so, wenn wir diese Matrix lösen, so wie auch im Film dargestellt, dass wir teilweise uns erholen müssen. Also das ist meine Erfahrung, dass die Körperintelligenz da wirklich ordentlich was zu tun hat. Weil wenn du dir vorstellst, du hast jahrzehntelang hast du eine Spannung aufgebaut, wenn man die so in der Faust widerspiegelt, dann ist das wirklich so zum Zerbersten sozusagen, diese Spannung gehalten zu haben. Und gibt es ja auch viele Experimente, wenn du etwas so lange hältst, wenn du es dann loslässt, dann kriegst du richtig einen Loslassschmerz. Und diese Regeneration, dass sich das überhaupt wieder ausdehnen darf, die Muskeln müssen sich erstmal wieder neu orientieren und so weiter. Also es ist schon ein ordentlicher Prozess, wo ich also weiß, dass ich mir früher konnte ich mir das nicht vorstellen, dass ich gesagt habe, ja Mensch, warum gehen denn die Leute nicht alle durch die Prozesse? Es ist manchmal eine Herausforderung, es ist manchmal Schwerstarbeit. Nur das, was ich dazu sagen will, ist, die Prozessbelohnung dahinter, viel mehr Energie zur Verfügung zu haben, die ist immens nicht im Verhältnis. Also das heißt, die ist immens größer, als durch diesen Prozess zu gehen. Nur das ist ja genau das, was wir innerhalb der Matrix nicht wahrnehmen. Wir nehmen innerhalb der Matrix nicht wahr, dass es da durchgeht, dass dieses Nadelöhr, was wir da in uns spüren, dass das wirklich bewältigbar ist. Weil wir als Kind schon oft erfahren haben, dass wir an den Rand dieser Matrix gekommen sind und da waren wir ganz alleine. Da war niemand da, der uns da durchbegleitet hat. Das ist jetzt nochmal wichtig, weil du das vorhin gesagt hast mit dem, du bist ganz alleine im Geburtsprozess. Ja, bist du. Und gleichzeitig ist es so, du kannst es nachnähren, dass du in einer größeren Verbundenheit da durchgehen kannst. Und das ist das, was wichtig ist, nochmal in dieser Welle mit uns gemeinsam zu sagen. Weil in dem Moment, wo wir jetzt diese Gefühlsaktionen hatten, die uns in der Destruktivität, in der Gefühlsfrequenz, in der Matrix gehalten haben, sind wir zurückgeschreckt und haben gesagt, okay, dann verdränge ich das hier. Und das ist sozusagen auch die innere Kindebene symbolisch. Und gehe lieber wieder in die Mitte von der Matrix. Also, und in der Mitte von der Matrix heißt es, was brauche ich jetzt von außen, damit ich mehr anerkannt, noch besser anerkannt bin in dieser Matrix als überhaupt, damit ich nie wieder an den Rand dieser Matrix komme. Das ist das Gegenteil. Und darauf werden wir gerade immer mehr ganz subtil hin vorbereitet. Und weil so viele Menschen, die gerade sich schon als aufgewacht bezeichnen, und ich sehe da auch wirklich ein Aufwachen drin,
Aber es ist halt nur eine erste Stufe, so wie eine Rakete, die die erste Stufe gezündet hat. Die ist noch nie angekommen auf einem anderen Planeten, in Anführungsstrichen. Das heißt, dieser Weg dahin zu gehen und sich bereit zu erklären und zu sagen, okay, ich weiß nicht, wie ich da durchkomme und ich hole mir jetzt Unterstützung von Menschen, die da schon durchgegangen sind oder die da immer wieder durchgehen, weil es ist ein ständiger Prozess, da die Matrix immer mehr zu durchlöchern. Da bin ich bereit für. Ich bin jetzt bereit, meinen Einsatz zu bringen und wirklich zu sagen, ich gehe jetzt für das Leben. Und ich gehe nicht nur für das Leben, damit es mir besser geht, sondern ich gehe für das Leben der gesamten Erdmenschheit. So. Und das, was wir gerade aufzuräumen haben hier, haben wir, glaube ich, auch letztes Mal schon drüber gesprochen, das dauert noch ein bisschen. Das ist nicht so, dass wir jetzt einmal die große Aufdeckung haben, der Deckel geht hoch und dann ist alles gut. In dem Moment geht es erst richtig los, dass wir unsere Körperintelligenz erst wiedererkennen. Es werden so viele Menschen erschrocken sein, traumatisiert sein, was da alles verdrängt worden ist und was sie selber in sich selber verdrängt haben, dass wir neue Möglichkeiten brauchen. Wir brauchen eine Struktur, um da durchzugehen. Und das ist genau das, womit wir uns jetzt über ein Jahrzehnt beschäftigt haben, diese Struktur zu legen. Also immer wieder die Täuschung zu sehen, die darf da sein, die wird nicht bekämpft, sie wird beatmet. Das ist der nächste Schritt, ne? Wir waren bei den 5 Schritten. Sie wird abgebildet im Körperecho, damit die Matrix im Körperecho gesehen werden kann, im wahrsten Sinne des Wortes auf andere Weise gesehen werden kann als auf mentale Weise. Sie wird rückabgewickelt, sie wird verarbeitet und dann kommt das Nachnähern. Dann kommt sozusagen das, wenn ich an der Matrixwand bin und diese destruktive Gefühlsfrequenz einmal angeschnitten habe, dann kann ich mir, weil dann bin ich sozusagen im Geburtsprozess zur neuen, zur verbotenen Wirklichkeit. Und in dem Moment kann ich jetzt Frequenzen vom Zentrum dieser verbotenen Wirklichkeit holen und sie wieder in direkten Kontakt mit der Körperintelligenz bringen. Also das ist das, wir können mal so ein Beispiel durchgehen, damit das einfach deutlicher wird, weil manche sagen, ja, wie soll denn das gehen? Ne? Also gehen wir mal davon aus, ich projiziere es jetzt mal auf dich. Du bist eine Klientin, du hast irgendwie selbstverständlich eine Mutter gehabt, die nie, also die alles für dich im Außen getan hat. Die hat gesagt, du wirst ein gutes Kind, du wirst mein bestes Kind, du wirst richtig gut in der Schule sein. Also du bist im Zentrum der Matrix, bist du richtig toll und ich pushe dich dahin, dass du glaubst es gar nicht. Und deine Mutter hat schon gedacht, das ist Liebe. Das ist Liebe, dich ins Zentrum der Matrix zu pushen. Wo deine Körperintelligenz weiß, hier habe ich nichts zu sagen. Die hat nur das Mental was zu sagen und das Mental hat zu empfangen von außen, von dem, was mental angesagt ist. Das ist deine Mutter. Und du erlebst jetzt dich immer wieder, wie du aus dem Mittelpunkt sozusagen rausrutscht, weil du deine seelischen, geistig-seelischen Prozesse hast und merkst immer wieder, wie schmerzhaft und wie unangenehm das ist, auch rauszurutschen. Und deine Mutter kommt auch und sagt, ja, das ist nicht schön, das ist nicht schön. Du musst wieder in den Mittelpunkt gehen. Und ich sage dir, du schaffst es. Das ist alles toll. Das wird alles immer gut. So ist unsere gesamte Kommunikation aufgebaut, wenn wir uns gegenseitig Ratschläge geben. Ratschläge ist ja auch von dieses Wort. Und jetzt geht es darum, zu gucken, okay, also erlaube es dir. Und dazu brauchst du einen geschützten Raum. Du musst dir erlauben, sozusagen als Klient rauszugehen und als Begleiter, achtest du darauf, dass die Trigger, die dich eigentlich wieder zurückbringen wollen, dass du die aufspürst und sagst, okay, da zieht sich jetzt die Kehle zusammen, da kann ich jetzt gar nicht mehr atmen. Das sind richtige existenzvermeidende Strukturen, die also es ist wirklich, du kannst dir vorstellen, wenn du an die Seite der Matrix kommst, fühlt sich das an, als ob du gewürgt wirst. Als ob du gewürgt wirst und als ob du stirbst, wenn du da jetzt weiter reinatmen würdest. Deswegen hörst du auf zu atmen und versuchst wieder, indem du aufhörst zu atmen, wieder mit deinem Gedanken in den Mittelpunkt der Matrix zu gehen. Und jetzt kommt das Neue, weil die Körperintelligenz kann nur das widerspiegeln, was du mit deinem Geist sozusagen die ganze Zeit erschaffst. Das heißt, in dem Moment, wo du bereit bist, das jetzt wieder zu beatmen, das heißt also von einer anderen Quelle als mental die Information, neue Information zu bekommen, übers Spürbewusstsein, wird dir abgebildet, aha, okay, da steckt eigentlich das in der Kehle, was total unverarbeitet ist. Und jetzt erlaubt dir der Begleiter systematisch, okay, jetzt guck mal, was ist deine gefühlte Wahrheit? Und welchen geschützten Raum brauchst du, um deine gefühlte Wahrheit jetzt der Matrix gegenüberzustellen? Weil die Matrix ist mächtig. Die ist schon über Jahrhunderte, Jahrtausende aufgebaut. Die ist mächtig. Da fühlen wir uns erstmal wie als kleiner Wurm. Und das ist gut so.
wenn wir das fühlen sozusagen, es ist paradox, aber es ist so, wenn wir diesen Unwert fühlen gegenüber dem, dann können wir es rückabwickeln. Dann können wir von hinten sagen, okay, und jetzt hol dir mal ideale Frequenzen. Und jetzt stell dir vor, und da gehst du, kannst du richtig reingehen sozusagen, du als Kleine hast eine organisch ideale Mutter und da arbeiten wir mit positiven, also mit idealen Botschaften, dass eine Mutter zum Beispiel, guck mal, wie das ist, wenn eine Mutter zu dir sagt, Anna Maria, ich freue mich, dass du da bist und du brauchst nichts tun, um geliebt zu werden. Und wenn du das sozusagen dann in die Körperintelligenz, wenn du das beatmest, dann kommt innerlich von der Körperintelligenz her dieses, oh ja, oh ja. Entweder schmilzt es sozusagen oder deine Körperintelligenz sagt, Moment, hier hakt was. Also hier geht es gerade nicht tiefer auf Empfang mit den idealen Frequenzen. Also, was ist noch zu lösen? Was ist noch zu hinzugucken? Weil dadurch, dass wir jetzt sozusagen positive Impfung geben, erlöste Impfung, dadurch kann sich das zeigen, was vorher eingefroren worden ist. Und das kommt dann Stück für Stück wieder an die Oberfläche. Und dann kann man in den nächsten Raum gehen und sagen, okay, dann drück mal deiner realen Mutter zum Beispiel aus, was war da? Also was war nicht in Ordnung? Wo hast du dich alleine gefühlt? Wo hast du dich nicht unterstützt gefühlt? Wo hast du dich in den Mittelpunkt der Matrix gedrängt gefühlt, ohne dass du es wolltest? Und dann fängt der Rückabwicklungsprozess an, wo du, weil wir im Quantenfeld mit allem verbunden sind, kannst du in die innere Verbindung deiner realen Mutter, kannst du sehr schnell Kontakt aufnehmen, du kriegst richtig mit, ob deine Körperintelligenz da ist oder nicht. Und dann kannst du an die richtige Adresse im Universum, das ist nicht deine reale Mutter in diesem Leben, kannst du diese Nachrichten senden und sagen, ich habe mich so verlassen gefühlt. Und in dem Moment fängt an, sich die Matrix aufzulösen. In dem Moment, wo du deine gefühlte Wahrheit der Matrix gegenüberstellst und den geschützten Raum hast, den der Begleiter gibt, um dass du auf der menschlichen, berührbaren Ebene deinen geschützten Raum und deine Unterstützung hast, dich nicht alleine fühlst, in dem Moment fängst du an, ein Stück der Matrix zu transformieren und wirklich endgültig zu transformieren. Und das merkst du richtig über die Körperintelligenz, die dann anfängt zu prickeln. Das sind Verschaltungen, die du merkst. Also du merkst so einen leichten Duselgefühl, wie als ob du seekrank bist oder so. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Gehirnsynapsen neu verknüpfen. Und dann fängst du an, sozusagen das andere, also eine Matrix jenseits der Matrix aufzubauen oder eben die verbotene Wirklichkeit in dir wieder zu stärken. Und in der sitzt der Kreationskörper, der sozusagen bildlich gesehen im Koma liegt und künstlich beatmet wird. In dem Moment fängt der an, wieder zu atmen. Und das sind wir wieder bei der Matrix, bei diesem Bild, wo er ja unter Wasser ist, nur über die Schläuche beatmet wird und seinen ersten Atemzug macht. Und das ist so geil, weil das kannst du in jeder Frequenz deines Lebens machen. Also du kannst zum Beispiel auch zurück zu deiner Geburt gehen und kannst jetzt mit diesen idealen Frequenzen arbeiten. Dein Körper kann herstellen sozusagen, wie war es, in der Matrix geboren zu werden. Und wenn du das am Rande sozusagen mitgekriegt hast, mit diesen unangenehmen Gefühlen, dann kannst du die idealen Frequenzen dazu holen und kannst eine ideale Geburt erleben. Und das kann ich wirklich nur jedem Menschen empfehlen. Es ist so schön, ideal geboren zu werden. Also ein Gefühl zu haben, hier auf der Erde willkommen zu sein, hier von idealen Eltern, also die Erlaubnis zu haben, sich in eine Ebene, eine Frequenzebene jenseits des gelebten Familiensystems zu begeben und zu sagen, ja, ich darf mich willkommen fühlen. Ich darf da sein und ich darf das spüren, wie sich das anfühlt, wenn die Mutter mich telepathisch sogar durch die Geburt begleitet hat und wie ich an der Mutterbrust sitze und das Leben in mich einatme, in mich einschlucke, was mir wirklich dienlich ist. Und genau das haben die dunklen Kräfte so perfekt gemacht, dass es äußerlich so scheint, als ob wir es haben würden, aber energetisch ist es oft das Gegenteil der Fall, dass wir sozusagen immer mehr in die Verpanzerung gekommen sind. Und diese Frequenzen sozusagen, darum geht es systematisch, die jetzt in jedem Menschen wieder zu infizieren. Und wir sind ja jetzt gerade so im Viruszeitalter, also wo alle Menschen so Angst vorm Virus haben. Das ist auch sinnvoll, weil wir werden eigentlich in unseren unbewussten Ängsten, werden wir gerade getriggert, enorm, vor der unsichtbaren Welt, vor der verbotenen Wirklichkeit.
Und wenn wir bereit sind, jetzt diese Ängste anzuerkennen, nicht zu bekämpfen und nicht zu verurteilen, dass die anderen da mit Masken rumlaufen und so weiter, sondern immer mehr zu sehen, ja, wir haben alle ein Stück weit Angst vor dieser verbotenen Wirklichkeit, weil es durch schwere, intensive Fühlprozesse ein Stück weit durchgehen darf. Aber auf der anderen Seite ist ein paradiesischer Universumszustand, den wir hier auf die Erde holen dürfen, den dürfen wir gebären sozusagen durch unsere Körperintelligenz. Dann ist das sozusagen der Einstieg oder das Ankommen in der verbotenen Wirklichkeit von dieser Seite aus gesehen, von der Matrix. Ja. Ich finde, in so einem Prozess ist es auch so, dass man so in seine eigene Würde kommt, ja, dass ich muss dann nicht mehr auf eine bestimmte Körperhaltung achten, weil sie ist per se einfach da. Ich atme richtig, mein Körper ist richtig aufgestellt, ich weiß ganz genau, wer ich bin komplett mit der Erde, auch mit der Gegend, in der ich wohne, verbunden und auch wirklich verwurzelt. Und das ist auch eine Klarheit im Ausdruck und auch im Umgang mit Menschen und mit allem, was mich umgibt, die per se einfach schon dann da ist, ja. Und das ist so etwas, je mehr von uns in dieser Qualität wahrnehmen und leben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns die Realität aufbauen können, die uns auch tatsächlich gebührt, ja. Das sind dann wirklich die selbst, also Menschen voller Selbstwürde, komplett verwurzelt, die lieben und für das einstehen, was sie sozusagen umgibt. Ja, da braucht es auch weder eine Ethik noch irgendwelche Konzepte vom zwischenmenschlichen Verhalten oder sonst was, weil das ist einfach dann schon in dir da. Du brauchst auch nicht jemanden, der dir erklärt, dass du die Natur schützen musst. Oder wie du wertschätzend mit deinem Partner oder deinen Kindern umgehst, weil das hast du schon in deiner Haltung drin. Das ist auch das, was du mit diesem eingeimpft meinst. Diese Wahrheit und diese Realität ist per se da. Sie ist nur so überdeckt durch alles andere, dass sie gar nicht zum Ausdruck kommen darf, ja? Mhm. Wir haben sozusagen die Erdintelligenz wirkt über unsere Körperintelligenzen. Also jeder hat seine Körperintelligenz, aber das ist ein Muster, das verwoben ist mit der Erdintelligenz. Das heißt, wir sind ja, haben wir letztes Mal schon gesagt, Vermittler oder Verbindung zwischen Himmel und Erde. Das heißt also, die Ladung geht eigentlich durch uns durch, die Lebensenergie, die Lebenskraft geht eigentlich durch uns durch, hat da seine Prozesse, was auch gefühlsfrequenzmäßig total sinnvoll ist, also gewisse Wut in gesunde Empörung zu verwandeln, Angst in liebevolle Achtsamkeit für alles zu verwandeln, Traurigkeit in Berührbarkeit zu verwandeln und immer dahinter in seiner Größe zu wachsen, jenseits dieser schwachen Prozesse, in Anführungsstrichen, in dieser schwachen Gefühle. Und immer mehr diese schwachen Gefühle zu verwandeln in Größe, in Berührbarkeit, in einem Gegenüber dieser dunklen Kräfte. Und das ist das, was wir hier haben. Das ist sozusagen das Schöpferspiel, in Anführungsstrichen, wo wir jetzt immer mehr rein aufwachen dürfen und wo wir es immer mehr gestalten dürfen und wo jetzt auf ganz vielen Ebenen auch schon Puzzlestücke zusammenkommen. Also ich kann nur danken an alle Pioniere, die sich jetzt schon gezeigt haben, wo ich sagen kann, wir haben dieses System fertig, für alle Therapeuten besonders, wo es darum geht, diese inneren Schritte ganz klar zu benennen, ganz klar in Kommunikation zu bringen und gleichzeitig genau die Frequenzen wirklich zu erzeugen, die es braucht, damit du durch diese Matrix durchgehen kannst. Es ist kein Konzept sozusagen, das dich durch die Matrix bringt, sondern es ist eine Geburt in deine Körperintelligenz. Und das kann man nicht beschreiben vom Mental. Also du kannst natürlich immer mehr Parameter geben und du kannst sagen, das sind die Schritte, die du zu gehen hast oder dazu wirst du eingeladen. Und natürlich gibt es andere Methoden mit anderen Schritten. Also es geht nicht darum zu sagen, hier sind die Einzigen, sondern es geht mehr darum zu sagen, hier, hallo, wenn hier jetzt körperorientierte Therapeuten sind, die wirklich ihre Schritte machen wollen und wirklich eine neue Evolution im menschlichen Bewusstsein erzeugen wollen und das nicht nur, weil sie Therapeut sind, sondern weil sie Menschen sein wollen und weil sie der nächsten Generation etwas ganz anderes, in der nächsten Generation etwas ganz anderes kreieren wollen und natürlich auch in dieser,
dann kann ich sagen, hallo, hier ist eine Möglichkeit. Und auch bei diesen Menschen sind wir gerade. Und es geht eigentlich darum, jetzt ein Lichtvirus, also mit einem Lichtvirus, diese Körperintelligenzen zu erreichen, da anzuklingeln und zu sagen, bist du bereit, deine Prozesse zu machen? Weil wenn du das hast, dann ist hier eine Struktur da, wie du da innerlich durchgehen kannst. Und wir können dir versichern, du kannst auf der anderen Seite ankommen, weil viel war ja auch in Therapie, du weißt nicht, wo es hingeht. Aber es ist jetzt immer mehr klar durch zehntausende Erfahrungen, dass es ein System hat, dass wir da durchgehen können, dass wir diese Matrix wirklich auf diese Weise verlassen können. Und dass das auch wirklich die Matrix verlässt. Und dann leben wir zwar ein Stück weit noch in der Matrix, also es ist nicht so, dass wir plupp und dann sind wir weg und dann sind wir ganz woanders, sondern wir sehen immer mehr und wir können immer mehr die Menschen wirklich mitfühlend begleiten, die noch tiefer in der Matrix stecken. Und dann ist es nicht mehr, ich bin draußen, ich bin aber du nicht, du bist schlafhart, sondern es ist mehr, ich bin schon ein paar mehr Schritte aus der Matrix rausgegangen und ich bin in vollem Mitgefühl und in vollem Verständnis dafür, dass du gerade im Kreis drehst mit deinen Selbstsabotageprogrammen, weil du kannst sie noch nicht sehen. Ich konnte sie auch nicht sehen. Und dann kommen wir zu einem ganz anderen Verständnis, was Therapie bedeutet. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine Klientin, die 50 Jahre psychisch krank, keine Linderung, keine Sachen, keine Änderung, bla bla bla, die jetzt gerade in ihre Schöpferkraft wiederkommt, die ihr kein Therapeut bislang widerspiegeln konnte, wollte, wie auch immer. Und jetzt in dem Moment, wo sie merkt irgendwie, dass sie der ganzen Erdgesellschaft gegenübersteht, weil das ist auch eine Realität, dass wir nicht alle von der Erde sind, dass wir Heimatplaneten haben, dass wir darüber sprechen dürfen, dass diese Tabus gelöst werden, dass das nicht heißt, oh, das sind die Esoteriker, die haben hier nichts verloren. Also es gibt so viele Spaltungen, die wir auch im alternativen Bereich haben, wo wir aber die Kernessenzen zusammennehmen dürfen und sagen können, wow, was hast du für ein Puzzlestück mitgebracht? Was habt ihr da in eurer Methode für eine Essenz erschaffen, so freigelegt? Und das ist sozusagen das Sonar Body Transform System, dass es darum geht, das zu transformieren und zu formieren und Schritt für Schritt diese inneren Schritte deutlich zu machen und dann in das Angebot zu gehen und in der vollen Selbstverantwortung jeden auch zu lassen, ob er diese Schritte gehen will oder nicht. Weil es wird viele Menschen, viele Seelen jetzt geben, die auch sagen, nein, ich mache den Prozess nicht, ich sehe den Prozess nicht, das hat gar keinen Sinn, ich habe auch gar keine Zeit und es gibt überhaupt gar keinen Grund. Das sind so die drei Hauptsachen sozusagen, die uns im Panzer halten. Und das ist halt eben in Ordnung. Also auch damit dürfen wir in Liebe kommen und ins Mitgefühl, was aber auch ganz klar heißt, dass wir das nicht gutheißen müssen. Und das wird so deutlich gespiegelt durch diese pädophilen Ebenen, durch diese grausamen Missbrauchssachen, die hier gerade mit der gesamten kollektiven Menschheit passiert sind. Und gleichzeitig zu sagen, okay, wir sagen ja dazu, dass es so gewesen sein darf. Wir kämpfen nicht gegen an, sondern wir fangen jetzt an aufzuräumen. Und wir fangen erstmal an, in uns aufzuräumen. Ja. Absolut, so sehe ich es auch. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel ich davon erzählen soll. Du weißt ja, ich kenne recht viele Menschen aus allen möglichen Gebieten, auch sehr viele Therapeuten, Menschen, die das Bewusstsein vermitteln und auch wirklich teilweise sehr bekannt sind. Und da habe ich auch mal so eine schräge Erfahrung gemacht, dass jemand sich bei mir gemeldet hat, voll betrunken, der als mega Bewusstseinsvermittler, Lehrer gilt, ja. Und total frustriert über diese ganze Situation. Und da habe ich mir auch gedacht, so schau, da kommt genau das zum Vorschein, ja. Was vermittelst du den Menschen denn da eigentlich, ja? Und das ist alles auch nur auf dieser Kopfebene. Und ich finde auch, oder ich glaube auch, dass immer mehr Therapeuten merken, dass ihre bewährten Methoden oder das, worauf sie bis jetzt einen Fokus gelenkt haben, jeder wird geprüft, ob das bei ihm selbst funktioniert. Und ich denke, dass sehr viele merken, dass es nicht funktioniert. Ich meine, es gibt immer noch Leute, die jedes Jahr 25 Bücher schreiben, ob die mal das entwickeln und das entwickeln und so weiter. Man kann sich ja mit allen ablenken. Aber ich denke, es gibt eben auch recht viele Therapeuten, die einfach merken, was ihre eigenen Methoden und Techniken bei ihnen bewirken, inwieweit ihnen das raushelfen kann. Deswegen sind auch sehr viele auf der Suche nach etwas Neuem. Und ich glaube, für
ein paar mutige und offene Menschen ist das, was du da zusammengestellt hast, was du entwickelt hast, einfach großartig, weil das sind die Geburtshelfer dieser neuen Zeit, ja. Und diese Prozesse, die wir jetzt gerade durchgehen, das muss ja jedem auch klar sein, es wird so viele wirtschaftliche und andere Konsequenzen noch geben, ja. Das ist nicht dann irgendwann mit dem Punkt abgeschlossen, dass wir plötzlich keine Maske mehr tragen und jeder seinen Job nachgehen kann, ja. Es haben so viele Leute Jobs verloren, es wird so viele noch Konsequenzen einfach geben. Und dafür, es braucht einfach viele Geburtshelfer. Menschen, die andere begleiten und ihnen helfen, auf eine wirklich sinnvolle Weise mit sich selbst klarzukommen, ja. Sodass genau das braucht es. Das hast du großartig, also das habt ihr beide oder zu dritt, habt ihr großartig entwickelt. Und ich kann wirklich nur jedem Menschen wünschen, so eine Erfahrung mal zu machen und bei dir auch in die Ausbildung zu gehen. Und ich freue mich auch, ich möchte das ja auch machen. Du weißt ja, ich habe mir diese Dinge selbst beigebracht und das war mein eigener Prozess, wie ich da drauf gekommen bin. Und ich freue mich so sehr, auch euer System kennenzulernen, weil ich bis jetzt eben rein intuitiv gearbeitet habe. Und ich fühle ganz deutlich, das ist wichtig für mich, ja. Das ist wichtig für mich, dieses System, das ist so eine perfekte Ergänzung zu dem, was ich eh schon kann. Und erstens freue ich mich auf meine inneren Prozesse, weil ich weiß, dass ich jetzt auf einem Niveau mit meinen eigenen Themen arbeiten kann, wie es mir das sonst keiner bieten kann. Und zweitens erlerne ich auch noch etwas, was ich anderen Menschen mitgeben kann und wohinter ich komplett stehe. Also das ist echt großartig. Sehr schön. Weil es resoniert total. Also für mich bist du eine ideale Teilnehmerin auch, weil du sagst, im Endeffekt, du hast es intuitiv, du hast diesen Prozess intuitiv gemacht. Und für mich ist es natürlich super, jetzt auch abzugleichen, wo hast du, also wenn du diese systematischen Schritte gehst, wo hast du noch etwas zu ergänzen? Weil das Somnabody-Transform-System ist kein totes System, dass wir sagen, so, das ist jetzt so und so werde ich in 100 Jahren immer noch sein. Nein, sondern wir gucken, was ist lebendig und braucht, was beschleunigt diesen Weg organisch gesehen. Also nicht, dass du kannst ihn nicht abkürzen, aber du kannst ihn systematisch gehen. Und das finde ich das Tolle. Da muss ich auch nochmal Wertschätzung an alle, ich sage Abholer. Weil es haben, du hast es gerade angesprochen, es haben viele Therapeuten auch große Schiffe aufgebaut, wo die Leute zum ersten Mal in Kontakt mit bestimmten Ebenen gekommen sind. Dass sie danach nicht weiter tiefer kommen, sozusagen, ist verständlich. Aber dadurch sind ganz viele schon mal in diesem Waschmaschinenprozess, sage ich mal, mehr angekommen, dass sie wissen, ich bin nicht mehr im Mittelpunkt der Matrix. Ich bin schon irgendwo hier so an der Seite. Ich bin hier auch schon an die unartigen Gefühlsfrequenzen gekommen, noch nicht so ganz durch, aber da bin ich. Und genau das sozusagen jetzt wirklich in ein System zu packen, und da muss ich auch nochmal sagen, weil die dunkle Seite ist ja Franchise, Systematik, bla bla bla, und sie hat Recht, also sie hat ein Recht darauf, dass diese systematischen Schritte auch fürs Licht genutzt werden dürfen. Das heißt sozusagen, wir sind mit unserer Unternehmung auch dabei, dass wir unsere inneren Prozesse machen und dieses ganze Unternehmerfeld entpanzern, also wirklich in diese neue, an diese verbotene Wirklichkeit anschließen. Und dabei fällt immer mehr auf, dass es halt auch da bestimmte Schritte gibt und Prozesse gibt, die andere Menschen gar nicht gehen konnten. Das heißt, du bist manchmal in deinem Unternehmen gefragt, dass du einen schnellen Schritt nach vorne machen musst. Und auf einmal musst du deine Körperintelligenz vielleicht hinter dir lassen, so ungefähr. Also das ist die Versuchung. Und jetzt zu sagen, halt, Moment, atmen. Was haben wir selber gesagt? Atmen, aha, erden, aha, klären, gefühlte Wahrheit ausdrücken. Also genau, dass du selber immer wieder diesen Prozess durchgehst und nicht sagst, so, ich bin jetzt fertig und jetzt hole ich die anderen nach. Das ist für mich keine organische Wirklichkeit. Wir sind hier alle in dieser Matrix verknüpft und wir gehen immer wieder diesen Prozess. Und je öfter wir ihn gehen, desto klarer wird das, welche Muskeln wir dafür benutzen müssen und dürfen, um an die Seite zu gehen und durch die Seite durchzugebären. Und das ist genau das Ding. Das ist die Möglichkeit sozusagen, die jeder Therapeut jetzt mit seiner
Ebene verknüpfen kann, wo er sich schon befindet, wo er schon bestimmte Sachen hier schon auf dem Weg ausgearbeitet hat. Und das jetzt nochmal systematisch mit einer Riesenkraft zu verbinden und einer Beschleunigung, einer organischen Beschleunigung, weil die Körperintelligenz des Klienten mitarbeitet von der ersten Sekunde an. Das ist der große Unterschied. Und das, ja, wünsche ich jedem, dass er diese Verknüpfung verstehen lernt, im wahrsten Sinne des Wortes im Körperspürbewusstsein begreifen lernt und was das für neue, ungeahnte Möglichkeiten gibt, einfach damit weiterzugehen. Und ich freue mich, dass wir uns da auch in der Ausbildung dann kennenlernen und es fühlt sich so an, als ob wir da wirklich einen nächsten Schritt in der Evolution gehen, weil du bist ja auch ein Kehlchakra. Das heißt, du hast einen Kanal entwickelt, einen Kehlchakra-Kanal entwickelt, in die Welt zu strahlen. Und da sind ja schon viele Menschen, die sagen, hey, das, was die Anna-Maria macht, das ist super, das fühlt sich gut an, die bringt nochmal die Information auf eine andere Weise, als sie sonst in den alternativen Medien kommt. Und genau diese Menschen sind schon ein Potenzial sozusagen für einen neuen Evolutionsschritt in der Menschheit. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr, dass du auch gleich gesagt hast, Mensch, das fühlt sich gut an, ich will dabei sein. Ja, ich freue mich auch riesig auf dich. Du, für mich klingt das einfach wie eine Bereicherung. Und wenn du hast etwas Großartiges draus gemacht. Ich kann einfach nur weiter wachsen, mich entwickeln. Ich gehe diese Sterbeprozesse auch andauernd durch. Weißt du, es gibt immer wieder Themen, an die ich rankomme. Das, was du auch eben so wie das Sterben beschrieben hast. Ich merke auch, früher war das ein Riesenthema. Das hat sich über Monate gezogen, ja. Und heute ist es so, dass es teilweise in 10 Minuten durch ist. Ja, dann triggert mich etwas, dann merke ich das, dann auf einmal merke ich, oh Gott, ich will nicht fühlen. Dann denke ich mir, okay, jetzt gehst du einfach ins Fühlen rein. Dann zack, gehe ich das durch und auf einmal fühlt sich Stopp an. Und ich merke halt einfach, ich liebe diese Qualität, ja. Es geht nicht darum, dass es nicht mehr Unangenehmes gibt und je traumatisierter man ist, desto mehr versucht man, unangenehmen Dingen aus dem Weg zu gehen und in einer Licht- und Liebe-Abteilung irgendwie zu leben, ja. Aber das ist ja auch nicht die Realität. Es geht nicht darum, dass es nichts mehr geben darf, was unangenehm ist, sondern es geht nur darum, wie gehe ich damit um, dass ich mich dabei wohlfühle, ja. Und das liebe ich eben an meinem Prozess und du hast etwas gemacht, was man jetzt auch noch anderen Menschen vermitteln kann und das ist einfach nur mega. Genau das braucht es heutzutage. Und ja. Ja, das ist auch mein Schlusswort. Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Das war super bereichernd wieder. Ich freue mich auf September, auf die Ausbildung bei dir. Und ja, danke dir auf jeden Fall. Und liebe Zuschauer, vielen lieben Dank auch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim Konnektiv-Talk.